Skiprofi zu den Pferden, wie ist das gekommen? Ihre Töchter reiten ganz einfach. Haben Sie es selber auch schon probiert oder sind Sie quasi nur als Pfleger und Sattelschlepper unterwegs? Keine von beiden. Ich habe natürlich selber auch schon probiert reiten. Ich bin sogar schon in der Stadthalle gekommen. Ja. Ich kann mich erinnern, das war ein Showprogramm, wo Sie auf so einen Isländer geführt worden sind. War das nicht? Nein? Richtiges Pferd, irgend so ein Proem. Mit einem Profi und mit so einem Genau. Ja. Showprogramm war das. Genau. Und selber wäre das ein Sport für Sie, der Reitsport? Warum nicht? Es dauert zu lange. Die Skistelle legt, wenn ich fertig bin. Das ist ein schöner Sport, aber außerdem zu gefährlich. Zu gefährlich? Gefährlicher als Abfahrtssport? Sicher. Warum? Weil Abfahrt fahren kann ich, reiten kann ich. Und in meinem Alter ist das dann gefährlich. Sie sind aber Begleiter Ihrer Töchter und Unterstützer quasi. Wie geht es Ihnen mit den Pferden? Haben Sie die gern? Streicheln Sie die? Pflegen Sie die? Füttern Sie die? Oder halten Sie eher Abstand? Ich halte Abstand. Ich habe als Kind müssen mit den Pferden noch arbeiten. Ja. Bock hat und geeggt und so weiter, Holz gezogen.
Ich habe Glück von Pferden. Also, ich fahre manchmal aus und so, man sieht, aber ist nicht wirklich meins. Okay. Sie bleiben bei den Skiern sozusagen. So. Okay. Dann vielen herzlichen Dank für das Interview und viel Erfolg für die Töchter. Danke. Danke.